Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fever 2 Let's Play im einen Modus auf einer schönen Map mit Mods kreiert. Ja, wir haben viele Berge, wir haben Seen, wir haben schön viel Wald und jo, ist auch momentan ziemlich viel Geld, also geben wir das aus. Wir haben ja ein paar Sachen hier gemacht. Zum Beispiel haben wir hier jo, eine recht große Route gemacht vom Steinbruch zu den Backsteinen. Und ja, das Baumaterial, das es wird hierhin liefern. Schauen wir mal, wie viel. Das sind 20%, okay. Jo, und dann haben wir hier ja noch eine Route, genau. Die Werkzeuge. 10 Stück, die gehen dorthin scheinbar. Ja, die müssen hier in Produkt. Das heißt, hier ist es 40% abgedeckt. Gut. Ja, wir haben noch nicht gute Busse. Ich möchte gerne hier noch eine Buslinie haben. Haben wir noch nicht. Doch, haben wir. Okay, hier haben wir. Gut. Und hier noch hier unten vielleicht? Jo, das wird ziemlich gut. Also hier erstmal und dann hier. An Orten, wo jetzt ein Zug nicht so gut hinkommt. Und hier müssen wir auch bald. Dann machen wir hier mal die Zuglinie weiter. Da haben wir gesagt, müssen wir einen großen Bogen machen. Deshalb machen wir den Bahnhof. Zum Beispiel so hin und machen das Gleis hier runter. Jetzt muss ich kurz schauen in die Richtung, dass so nah wie möglich dran. Ja, okay. So, damit wir hier ja noch die weiteren Schienen machen können. Und jetzt muss ich auch schauen, wo der Zug, also wie viele Züge haben wir? Zwei waren es. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass hier. Also wir haben erst einen Zug. Ne? Können wir auch noch erhöhen. Der hat jetzt aber nicht so viele. Also wir machen einfach mal die Linie. Ja, die Linie ist wirklich von Anfang bis Ende. 4. Haben wir 5? Ja. Also machen wir ab 4 die 5. Dann die 6 hier. 7, 8 und dann wieder die 9 oder die 1. Also, schauen wir einfach, dass wir da mehr Leute reinbekommen, weil wir müssen dann bald irgendwann mal halt zwei Städte miteinander verbinden mit Zügen, also brauchen wir dann eigentlich 4 Züge, damit sich es auch mehr lohnt, dass wir mehr Geld verdienen. Okay, also Werkzeuge brauchen wir hier nicht und ja, wir müssen Königs Wusterhausen noch zunehmen. Okay. Jo, was als nächstes? Einfach mal kurz noch zuschauen. Wir haben ja schnell die Map genommen. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Gar nicht gecheckt, dass nur eins ist. So, wow, ist das eine geile Zuglinie. Jo, sieht geil aus. Also hier, weil es aufgedingt ist, ist es natürlich nicht unbedingt so geil. Also passt aber ein bisschen. Wir müssen ja bedenken, wir haben sehr uneben das Gerät. So, also,
dann hier ja eben alles fertig. Mal schauen, dass wir da wichtigen Wege nehmen. Ah ja, immer schöne Kurve machen. Aber die bestmöglichsten Wege. So, und wir müssen dringendst andere Assets nehmen. Wir müssen irgendwie Häuser nehmen oder so. Das Spiel meint immer, es kann irgendwelche Wege so platzieren, dass wir da Verbindung verlieren an dem Bahnhof. So. Schauen wir mal bei den anderen. Ich will nicht so große momentan. Nein, ich will nicht so groß. Ziemlich schwer, das rauszusuchen. Oh ja, so schade ist. Okay, hier können wir vielleicht ein bisschen verbinden. Salz, Sulz an Neckaröl. Da wird schwierig. Ich müsste irgendwie das Gebäude eigentlich drehen. So, aha, okay, es zeigt gar nicht an, dass es angeschlossen ist. Oh, das sieht nicht gut aus. Und das Haus. Ich will das so schön wie möglich platzieren können. Okay, hier haben wir einfach. Haben wir irgendwie ein kleines Haus? Irgendwas, was wirklich fest als Blockade dient. Meine Güte. Okay, ganz weit weg. Okay. Macht es doch noch schwierig. Wenn wir Autos. Wir sind halt immer noch. Zu früh. Ein Brunnen würde. So wie es aussieht, ist ein kleiner Punkt. Das ist ein Hydrant. Ich baue ihn. Ein Kiosk. Oh. Jetzt einfach in die Mauer rein. So, und dann haben wir hier noch genau das Problem. Das gleiche Problem wie eben. Jedes Mal. Zu den Amerikanern. Boah. Genau das Baum. So, und so ein Landhaus. Ja. So, wunderbar. Also, dann machen wir doch mal diese Sachen, die wir jetzt nicht mehr gebrauchen, weg. Boah, das ist so schwer, das hier rumzufummeln. Ja, der Entwickler hat es sehr detailliert gebaut. Wird es nur richtig gut abbauen können. Oh, ich habe eine Mauer. Ich habe ein Mauerproblem. Also ja, da in dem Haus ist keine Mauer. Könnten wir eigentlich noch ein paar Bäume hier hinsetzen. Ein bisschen leer. Zuerst einfach mal. Ja, dann haben wir hier ja das Problem, dass wir hier nichts gut setzen. Hm, okay.
genau. So, sieht doch super aus. So, also Heilbronn Bauernhof, dann brauchen wir nicht dort. Olch wäre eine Verbindung, die eigentlich lohnenswert machen könnten. Dazu müssen wir aber einfach hier noch einen Weg machen. Ah ja, ich wollte hier noch das machen, genau, das mit dem Bäume pflanzen. Wenn wir das nicht besser anschließen. Oh. So, also, dann machen wir doch mal die verschiedenen Sachen. Oh, das ist ein bisschen weit weg. So. Also, hier mache ich das mal auf dieser Seite. Ich will immer so die Verbindung, also die Zwischen, also wie lange ist es ein bisschen gut halten. Gleichmäßig halten, also dass man hier ein bisschen braucht, einige Zeit. Und hier in diese Richtung. So, das sind Lebensmittel, also Lebensmittel. Dann kann ich das andere auch noch umbenennen. Das ist mittlerweile wieder eins, was das genau für Symbole sind. Ja. Aber für mich ist es gut. Reicht doch, oder? Wenn man schon Brot sieht. Hier auch nochmal so viel Brot. Ja. Da haben wir alles. Also dann. Ah, die Linie haben wir. Hm. Ja, gut. Wieder weg. Schön hier in die Ecke. So, also. Ich möchte gerne. Oh, da gibt es aber ganz viel Auswahl. Jo. Dann nehmen wir doch die besten einfach. Könnte eigentlich der sein hier. So, also geht auf die Tour. 5,5 Millionen, sehr gut. Also schauen wir mal kurz, ob sich hier irgendwas gemacht hat. Jetzt weiß ich den Berg nicht mehr. Der muss irgendwo hier sein. Der da. Ja. Aha, es geht nach oben. Punkt 2,5 ab 11. Also wenn ihr 11 erreicht, wird diese kleine Hütte zu einer größeren Hütte. Ja, schon fast ein richtiges Haus. Gut, also hier brauchen wir noch mehr bisschen. Ich möchte mal kurz schauen, haben wir etwas Besseres bekommen? Ja. Kutsche. Es gibt bessere Kutschen. Stimmt einfach nicht so. Also die Droschni? Droschki? Möchte ich eigentlich nehmen. Naja, wir haben genug Geld. So. Da doch noch mal mehr. Und ja, hier ist genügend. Hier haben wir Probleme. Oh. An dieser Stelle ein Bauernhof, die müssen ja viel Wasser brauchen. Der andere Bauernhof da. Der Boden ist nicht nährstoffhaft. Wir machen den Bauernhof einfach da unten. So, Russian Class Obi. Gut, auch umwandeln bitte. Welches was die? Wir müssen ja auch ein bisschen auf
die Natur und zu schauen. Hier sicher auch. Hier machen wir einfach mal zwei. Nur drei, die warten. Das heißt, 15 warten hier. 30. Können es doch 10 pro Mensch. Aber hier sind es auch. Nein, hier sind es jetzt 2, aber 16. Egal. Okay, dann haben wir hier noch die Linie, stimmt. Dann machen wir doch mal hier. Haben wir irgendwelche anderen Bus? Wir haben neue, modernere. Machen wir mal kleine hier. So ein Beispiel hier oben. Hier. Und hier. So, wunderbar. Also, der Bus muss fahren. Deshalb machen wir wieder rechts herum. Und das ist Krieg. Krieg. Nein, okay. Bus. Okay. Haben wir hier gerade nirgends. Ich glaube, hier lohnt sich sonst noch mal. Ja, komm. Lohnt sich noch nicht. Drehe ich nie. Aber haben wir nicht ein bisschen zu viel? Nein, noch nicht. Ein paar Minus können wir noch machen. So, genau. Ich wollte noch wissen wegen den Bussen. Mit Schwisch Oberharz. Okay, dann muss ich also hier auch noch was. Machen wir aber die großen. Dieses schöne, kleine Dorf. Große Bus. Ja, vielleicht wird es ja mal die größte Stadt. Aber erstmal vor. Oh, Sägewerk. Okay, das ist aber in der Nähe. Das haben wir schon abgeschlossen. Das brauchen wir aber nicht. Eins, zwei, vier, fünf. Die da muss her. So, dann haben wir schon wieder viele Linien. Wow. Also, Landau ist besser. Okay, schön, dass wir jetzt Landau haben. Für Idar. Und ja, jetzt müssen wir die zwei Niederkassel bauen. Schon wieder dort unten. Eins, zwei, Idar, Marz. Auch Landau. Schön. Jo, wir kommen vorwärts. Es klappt alles. 7,5 Millionen, schon wieder ein starkes Wachstum. Genau, die haben 1.099.000. Sogar mehr. 64 jetzt hier. Also so wie es aussieht, ja, müssen wir langsam dann mal die Zuglinie splitten. Hier sowieso. Wir können es eigentlich so aufteilen, dass die Stadt hier Maximum ist. Ja? Und holen den Bus über ein anderes Depot. Muss die Linie haben. Also nur noch bis zu 3. Und dann ab Marburg wieder zurück nach Sangen.
Sangerhausen. So, und dann ein Depot. Ein Depot. Kennt ihr das Depot? Departement? Oh, schön. Portemünd, dann müssen wir Signale machen. Sonst haben wir hier Stau. Ein bisschen weiter weg. Bahnhof muss ja auch länger werden. Und genau dann eine Linie. Marburg. Oberharz. Am Brücken, Kriez. Gut, Zug. Machen wir doch mal Zug 2. Marbe, Ober, Kriez. Und der erste Zug, welches Zug? Genau, der hat den richtigen Namen noch. So. Also wir müssen einen moderneren Zug hier haben. Das heißt eigentlich ja, keine anderen natürlich. Strom kommt ja als nächstes. Da haben wir noch ein paar, so ungefähr 30 Jahre. Ja, okay. 23 Jahre. Und zwar einfach das Schnellste. Also, lohnt sich der Schnelle hier? Ich denke, der lohnt sich. Ja, ja. Auch wegen den Waggons. So, und der andere, der könnte eigentlich so langsam abgegradet werden. Nein, glaube ich noch nicht. Abgegradet. Der grüne, also doch, wir haben ihn einmal abgegradet, denke ich mal. Ich möchte ihn ersetzen. Wird aber nicht angezeigt. 4 Waggons. Welcher war es? 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir hier immer noch. Okay. Also nochmals ersetzen. Nochmals mehr. Ja, die Stadt wächst. Die Stadt wächst und wächst und wächst. Wie viel Einwohner? 232 und es geht jetzt auch wieder runter. Weshalb? Wir haben noch gut hier Emissionen. Brot könnte mehr sein. Also Lebensmittel. Die tauschen wir aus auf. Ah, wir haben ja Lastwagen jetzt. Cool. San Diego, Electric Trolley. Ja, das wäre vielleicht etwas für die Stadt langsam. Also, ja, es lohnt sich noch nicht so direkt schnell. Aber gut. Sobald wir wirklich mehr Zuglinien haben oder so. Also, sobald jetzt zum Beispiel hier oder so noch mehr Leute warten, lohnt sich's einfach. Dann die Linie zum Bahnhof zu machen. Okay, dort haben wir, ja. Fährt der mit wenig Mist. Also das ging ein bisschen runter schon, klar. Hier haben wir immer noch Minus, okay. Leute, fährt doch mal ein bisschen mehr Zug, nicht immer diese dummen Autos. Oder ja, Pferdekutschen. Leute, ich mach Minus.
Ja, es ist schon fast klar, dass der noch natürlich nicht so gut läuft. Da müssen wir halt auch zuerst mal zum Beispiel hier auch mehr Busse haben. Wie schnell die Zeit vergeht, dass wir hier noch die Kutschen haben. Wir müssen es halt auch machen. Wir müssen modern werden. Gut, wunderbar. Hier auch sicher. Oh, das sind auch die Menschen. Die ganz Alten. So, dann lohnt sich das auch wieder mehr. Dann die Strecke wäre das ja auch sehr viel. Der geht wahrscheinlich halt wieder zurück, deshalb hat er nichts dabei gehabt. So, was lohnt sich noch? Die da, ja. Die haben wir jetzt gemacht. Die da vor, ja. Ich mache das immer hier unten bei den Linien. Da sieht man auch welche fahren, die Bretter. Wir bei Bausteine zum Beispiel noch. So. Leichtbausteine, die sind auch sehr alt. Und ganz viel Treibstoff hier. Lebensmittel. Dampfpritschen LKW. Aber nicht besser, oder? Ja, okay, der schon. Aber Dampf ist halt verschmutzend. Ja, okay. Ja, weil sie weniger Leistung haben. Gut. So, dann haben wir hier Treibstoff. Eine andere Stadt. Oberharz, Bus, Lebensmittel. Steinbaust. Ja, und dazu nicht. Also jetzt haben wir alles mal geupgradet zu Lastwagen. Was so mit Ding zu tun hat, mit Wagen. Ja, Waren ist ja ein eigener Rohstoff, also einfach verschiedene Güter, genau. Und jo, genau, noch ein paar Bäume pflanzen hier, das sieht schon sehr abgeeckt aus. Da haben wir. So, nehmen wir doch mal Apfelbäume. Das wollte ich ja nicht so nicht haben. So. Jo, und hier ist es einfach zu viel. Sorry. Wieso blendest du auch dieses Gebäude, wenn man es nicht anklickt? Ein Spiel. So, das reicht. Geschmack Apfelbäume. Im Brunnen auch. Im Brunnen. Weg damit. Die Bank fliegt übrigens. Ja, schade, dass das ein bisschen runtergeht hier. Der Brunnen ist leider nicht so gut. Wir können ja Mufit. Oh, wie geht das? Nein, nicht das da. Segments. No name. Konstruktion. Ja, das muss ich. Genau, das muss ich auswählen. Und dann. Wie funktioniert dieses Tool, ey?
Boah, ist das schwer. Ja gut, ich weiß es noch nicht. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. So, keine Ahnung mehr, wo Brunnen war. Ja gut, kopieren oder so kann man in diesem Spiel halt auch nicht. Das ist der Pinsel da. Vielleicht hier irgendwo gewesen. Irgendwo war doch das Fangen. Ich muss noch ein Part noch nachschauen. Ah, hier. Gut, dann halt den Fangen. Eins war's. Okay. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier. Und du siehst drei Schließen. Da oben kommt der Bauernhof weg. Ja, den wollte ich ja weg haben, deshalb habe ich ja diesen Bauernhof hier genommen. Und der ist ein bisschen zu weit weg über die Hügel. Naja, also, jo, wir haben Fortschritte gemacht, speichern wir doch das Spiel kurz. Ihr seht, hier habe ich so Meerskarte ausprobiert für das nächste Projekt. Und es lief gut, aber es gab dort ziemlich viele Bugs. Durch den Sand, dadurch, dass das Wasser so tief ist, ist immer beim Schienen und das Durchbauen hat man gesehen, dass man halt Wasser erreicht hat, sofort. Und das hat einfach gemacht, dass man die Strecken gar nicht mehr abreisen konnte. Also es ist vielleicht nicht so gut, so flach zu machen. Muss ich da mal noch schauen. Vielleicht liegt es einfach an den Mods, die Straßen und Schienen ein- oder umändern. Oder dass die dann einfach buggen. Aber hier scheinbar nicht. Und ich bin froh, dass es hier auf dieser Map nicht ist. Vielleicht am Fluss dann, aber... Ja, es gibt leider Bugs, aber gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Part, der kommt auch bald. Tschüss!